This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und allerherzlich willkommen zur 45. Lesung und Besprechung des Buches der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lea oder Lea. Ich sage immer Lea, dass man das eher auch das A ausspricht. Ich habe Tom das aussprechen hören, der sagt Henry Charles Lea, weil dann klingt das wie Lee mit EE. Wie auch immer, der Mann hat 3 fantastische Bände geschrieben über die Inquisition. Wir haben schon 44 Videos davon durch, also 44 Lesungen habe ich bereits gemacht davon. Und da stehen mir noch einige bevor, weil das ist der erste von 3 Bänden. Und ich hatte zu Anfang gesagt, dass ich mir natürlich vorgenommen habe, alle 3 Bände zu lesen. Das habe ich auch. Aber in der Zwischenzeit sind so viele andere Dinge dazwischen gekommen, die mir wichtiger erscheinen, dass ich die Lesung der nächsten 2 Bände auf die lange Bank schiebe. Was nicht heißt, dass ich sie nie machen werde. Das liegt vollständig bei Gott alleine, ob ich dazu die Gelegenheit bekomme oder nicht. Aber ich werde jetzt erstmal ein paar andere Dinge in Angriff nehmen und deswegen möchte ich dieses Buch jetzt zu Ende lesen. Wir sind hier auf Band 1 geblieben. Wie ihr euch vielleicht erinnert, hatten wir über die Pilgerpfaden gesprochen. Ich hatte euch erklärt, wo im Grunde der ganze Tourismus von heutzutage herkommt. Und wir sind geendet auf Seite 521 in Lesung 44, die schon einige Monate her ist. Auch dafür ein ganz großes meine Schuld, mein Fehler, dass ich so viele andere Dinge zu tun hatte und eben zu den Lesungen oder zu der Lesung nicht gekommen bin. Ich habe mich heute Abend auch entschieden, das vor laufender Kamera zu machen, anstatt wie vorher mit Audio aufnehmen und dann Bilder reinkleben und das Video so zu machen. Dann konnte ich es auch mal pausieren, konnte ich Dinge nachschlagen oder konnte ich mal eben austreten gehen, wenn es musste oder irgendwas. Ja, jetzt geht das nicht, jetzt läuft die Kamera, jetzt machen wir es in einem Zug durch. Und dann ist es ja auch immer schön, wenn man Bilder neben der Lesung hat. Und deswegen habe ich ja, ich glaube, zur Lesung 14 bereits ein Video vorbereitet. Das werde ich euch dann gleich neben dem Buch einblenden. So könnt ihr dann auch mitlesen, weil ich habe das Buch ja auch als PDF. Und das habe ich jetzt hier auf und das werden wir hier lesen. Und hier neben liegt im Augenblick das Bild von Henry Charles Lea, von dem Autoren.
Und das werden wir jetzt wegtun und dann werden wir diesen Film abspielen. Der ist ohne Ton. Da geht es lediglich um Bilder der Inquisition. Nicht immer sehr schöne Bilder, aber die Inquisition ist auch kein schönes Thema. Und dann fahren wir jetzt auf Seite 521 weiter, wo wir letztes Mal aufgehört hatten zu lesen. Und wir fangen halt an hier in dem zweiten vollen Absatz in der Frühzeit. Da geht es jetzt weiter. Ja? So, jetzt macht das Bild hier das, was es nicht soll. Es nimmt eine Form an, die es nicht braucht. So, ich hatte gesagt, das Video sollte so sein. So. Und jetzt läuft es richtig. Okay, nochmal von vorne. Entschuldigung, das ist halt die Technik. Ist alles nicht immer so wunderbar, wie es eigentlich sein soll. In der Frühzeit der Inquisition bestand die Pilgerpfad regelmäßig in einer Kreuzfahrt nach Palästina. So legte der Kardinallegat Romano diese Buße allen denen auf, welche der Ketzerei verdächtig waren. Man scheint geglaubt zu haben, man könne den dem Scheiterhaufen entronnenen Ketzer am besten verwenden, wenn man ihn in den Dienst der Verteidigung des Heiligen Landes stellte. Einen Dienst, der mit unendlichen Mühsalen und Gefahren verbunden war. Durch die Massenverfolgungen in Languedoc, da im Süden von Frankreich, wurde aber die Zahl dieser unfreiwilligen Kreuzfahrer so groß, dass die Befürchtung entstand, sie möchten in dem Lande, von dem der Glaube seinen Ausgang genommen, den Glauben verderben. Darum wurde um 1242 oder 43 durch ein päpstliches Verbot dieser Brauch für die Zukunft untersagt. Doch überließ es noch im Jahre 1946, Entschuldigung, doch überließ es noch im Jahre 1246 das Konzil von Béziers, dem freien Ermessen des Inquisitors, ob die Büßer jenseits des Meeres dienen, ob sie an ihrer Stelle einen ausgerüsteten Krieger als Ersatzmann senden, oder ob sie näher der Heimat gegen die Ketzer oder die Sarazenen für den Glauben kämpfen sollten. Die Dauer des Dienstes war gleichfalls dem Inquisitor überlassen. Gewöhnlich dauerte er 2 oder 3 Jahre, doch bisweilen noch 7 oder 8. Diejenigen, welche nach Palästina zogen, mussten, wenn sie das Glück hatten zurückzukehren, eine Bescheinigung des Patriarchen von Jerusalem oder Akkon mitbringen. Als Graf Raimund sich anschickte, sein lang aufgeschobenes Gelübde eines Kreuzzugs auszuführen, verschaffte er sich, um Rekruten zu bekommen, von Antichrist Innozenz IV. 1247 eine Bulle, die den Erzbischof von Auch und den Bischof von Argens ermächtigte, innerhalb der Besitzungen Raimunds die Buße des Kreuztragens und der Gefangenschaft, mochte sie als eine zeitweilige oder lebenslängliche verhängt sein, in eine Pilgerpfad über das Meer umzuwandeln, vorausgesetzt, dass der Inquisitor, der das Urteil gefällt hatte, mit der Umwandlung einverstanden war. Im folgenden Jahre wurde die Verordnung auch auf die im Gebiete der Grafen von Montfort wohnenden Büßer ausgedehnt. Hierdurch wurde die Buße des Kreuzfahrens wieder allgemein. Es ist eine Bekanntmachung vorhanden, die die Inquisitoren von Carcassonne am 5. Oktober 1251 in der Kirche des heiligen Michael an diejenigen erließen, welche Kreuze trugen oder diese Strafe hinter sich hatten. Darin wird denselben empfohlen, ihrer eingegangenen Verpflichtung nachzukommen und bei der nächsten Gelegenheit unbedingt nach dem heiligen Lande zu segeln. In den Registern von Carcassonne wird häufig den Büßern eine Kreuzfahrt auferlegt. Mit dem traurigen Ende der Unternehmungen Ludwigs des Heiligen und dem Fall des Königreichs Jerusalem hörte diese Form der Buße allmählich auf. Immerhin finden wir sie auch späterhin noch gelegentlich vorgeschrieben. Noch im Jahre 1321 wird Guillaume Garrigue dazu verurteilt, mit der nächsten Fahrgelegenheit über das Meer zu ziehen und dort zu bleiben, bis der Inquisitor ihn zurückrufe. Im Falle einer gesetzlich zulässigen Hinderung oder Verhinderung, eine solche war nicht unwahrscheinlich, da Garrigue ein alter Mann war und 30 Jahre lang im Gefängnis geschmachtet hatte, also im Falle einer Verhinderung könne er an seiner Stelle einen bewaffneten Ersatzmann senden. Wenn er dies aber versäume, werde er zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt werden. Nachdem er schon 30 Jahre gesessen hat, kann das ja nicht mehr so viel mehr gewesen sein, ne?
Dieses Urteil gibt auch das seltene Beispiel einer Verbannung. Nach Stellung eines Ersatzmannes sollte Guillaume seinen Wohnsitz an einen bestimmten Ort verlegen und dort so lange bleiben, wie es dem Inquisitor gefiel. Diese Bußen waren ohne Einfluss auf die gesellschaftliche Stellung und den guten Ruf des Büßers. Weit beschwerlicher war dagegen die anscheinend einfache Strafe des Kreuztragens. Sie galt direkt als eine poena confusibilis, als eine demütigende Strafe. Ja, poena ist Strafe. Schon im Jahre 1208 befahl, wie wir gesehen haben, der zwischen Anführungszeichen heilige Dominikus, einem bekehrten Ketzer auf der Brust zwei kleine Kreuze als Zeichen seiner Sünde und Reue zu tragen. Wohl scheint ein innerer Widerspruch zu liegen in der Tatsache, dass das Sinnbild der Erlösung, das die Kreuzfahrer und die Ritterorden mit solchem Stolze trugen, für die Bekehrten eine fast unerträgliche Strafe sein sollte. Aber tatsächlich gab es, als die Kirche das Kreuz zu einem Zeichen der Sünde und Schande gemacht hatte, nur wenige Strafen, die man jener nicht vorgezogen hätte. Die beiden kleinen Kreuze des heiligen Dominikus wurden zu ansehnlichen Stücken safranfarbigen Tuches, die Arme waren 2 Zoll breit, während das ganze Kreuz 10 Zoll hoch und 8 Zoll breit war. Ein Kreuz wurde auf der Brust, eines auf dem Rücken getragen. Doch genügte gelegentlich auch das auf der Brust. Wenn der Bekehrte während seines Prozesses einen Meineid geleistet hatte, so wurde noch ein 2. Querarm oben angefügt. Und wenn er ein vollkommener Ketzer gewesen war, so wurde noch ein 3. Kreuz auf seiner Kopfbedeckung angebracht. Wer gegen Bürgschaft zeitweilig auf freien Fuß gesetzt wurde, musste einen Hammer tragen. Die roten Zungen für falsche Zeugen und das Symbol eines Briefes für Fälscher haben wir früher schon kennengelernt. Dazu kamen noch andere sinnbildliche Formen, je nachdem sie die Laune des Inquisitors ersinnen oder vorschreiben mochte. Diese Abzeichen durften nie beiseite gelegt werden, weder innerhalb noch außerhalb der Häuser. Und wenn sie abgetragen waren, musste der Büßer sie erneuern. Während der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts konnten diejenigen, welche über das Meer zogen, während des Kreuzzugs ihre Kreuze ablegen, mussten sie aber nach der Rückkehr wieder anlegen. In den ersten Jahren der Inquisition wurde gewöhnlich die Zeit von 1 bis 7 oder 8 Jahren für diese demütigende Strafe vorgeschrieben. Später dagegen wurden sie immer auf Lebenszeit verhängt, es sei denn, dass der Inquisitor es für angebracht hielt, sie zur Belohnung für gutes Betragen zu erlassen. So erlaubte Bernard Guidonis bei dem Autodafé von 1309 der Raimonde, der Ehefrau von Stefan Gott, die Kreuze abzulegen, zu deren Tragung sie etwa 40 Jahre vorher von Pontius von Poyet und Stefan von Gratin verurteilt worden war. Im Jahre 1229 schrieb das Konzil von Narbonne allen denjenigen Bekehrten, die freiwillig die Ketzerei aufgaben und aus freien Stücken zum wahren Glauben zurückkehrten, das Tragen dieser Kreuze als Zeichen der Verabscheuung ihres früheren Irrtums vor. Augenscheinlich fand man die Buße hart und versuchte ihr zu entgehen. Denn die Gesetze Raimonds aus dem Jahre 1234 und das Konzil von Béziers aus demselben Jahre bedrohten mit Konfiskation, also Beschlagnahmung, all diejenigen, die sich weigern würden, die Kreuze zu tragen oder dieselben zu verbergen suchten. Spätere Konzile erneuerten diese Verpflichtung und dehnten sie aus auf alle diejenigen, welche sich mit der Kirche wieder ausgesöhnt hatten. Und das Konzil von Valence 1248 bestimmte, dass die Ungehorsamen unbarmherzig gezwungen werden sollten, sie wieder anzulegen und dass sie, wenn sie nach seiner pflichtgemäßen Ermahnung sie wieder ablegen würden, gerade so wie ein aus dem Gefängnis entflohener mit der vollen Strafe eines unbußfertigen Ketzers bedacht werden sollten. Im Jahre 1251 scheint sich ein Büßer bei der Vorbereitung auf einen Kreuzzug für berechtigt gehalten zu haben, die Kreuze schon vor dem Aufbruch abzulegen. Er wurde verurteilt, bis zu der Zeit der Abfahrt am ersten Sonntage eines jeden Monats
barfüßig, nur mit Hemd und Hose bekleidet, nach Carcassonne zu kommen und mit einem Stocke in der Hand jede Kirche der Stadt zu besuchen, um sich dort abstrafen zu lassen. Nun, das ist ja ganz interessant, was wir so weit gelesen haben. Und ich muss persönlich dabei sagen, dieses Kreuztragen, das ist ja ein Brandmarken, ein Kennmal, ein Merkmal, ein Mark, ein Zeichen geben an jemanden. Nun, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber da wir ja wissen, dass die römisch-katholische Kirche seit 2000 Jahren die Juden verfolgt und wir wissen, dass die Juden im Dritten Reich damals auch verfolgt wurden und die mussten einen gelben Judenstern am Arm tragen oder auf der Brust tragen, kann ich mich nicht davon dem Gedanken enttun, dass hier das eine bestimmte Vorgeschichte hat. Weil Juden sind ja auch aus Sicht der römisch-katholischen Kirche Ketzer. Ja? Sie folgen ja nicht dem Dogma der römisch-katholischen Kirche. Ein jeder, der nicht das tut, was die römisch-katholische Kirche vorschreibt, ist ein Ketzer. Und hier wurden Ketzer gebrandmarkt oder markiert. Und genau das wurden Juden auch. Übrigens, die Judenmarkierung im Dritten Reich hat auch schon andere Vorgeschichten. Juden wurden früher schon markiert. Das fing damals schon an in Spanien im 15. Jahrhundert, auch zur Zeit, wo wir hier die Inquisition lesen, aber da sind wir ja noch nicht so weit, wir sind ja hier erst im 13. Jahrhundert. Aber im 15. und 16. Jahrhundert mussten die Juden in Spanien auch Zeichen tragen. Ne? Und nur mal ebenso nebenbei, dass man immer sieht, wo haben die Dinge ihren Ursprung. Wenn man sich das anschaut, dann weiß man, dass das hier wieder mal ein Ursprung ist, der eben aus Rom kommt. Ja, dann lesen wir mal weiter. Die Beispiele zeigen, wie unerträglich diese Buße war, obwohl sie im Vergleich zu der Einkerkerung noch als gnädig bezeichnet werden muss. Und es ist nicht schwer zu begreifen, dass man durch scharfe Strafen den Gehorsam gegen diese Buße erzwingen musste. In den Urteilen Peter Zellers wird sie nur in schwereren Fällen und nur für 1 bis 5 Jahre vorgeschrieben. Später dagegen wird sie allgemein und ohne Zeitbegrenzung auferlegt. Und ich sehe gerade, wir haben hier noch eine Fußnote aus der Seite davor. Und das war hier die Fußnote da aus der Tagung, die 40 Jahre vor von Pontius Pilatus, Poet und Stephan Gattin verurteilt worden war. Das kommt aus dieser Quelle hier, aus 1246, Anhang C26. Und hier geht es dann weiter mit der Fußnote. In Italien scheinen die Kreuze vom roten Tuche gewesen zu sein. Ne? Im 13. Jahrhundert findet sich ein vereinzelter Hinweis auf eine andere Poena Confusibilis, die darin bestand, dass der Büßer ein hölzernes Kreuz oder Joch tragen musste. Diese Strafe wird erwähnt in La Charité 1233. Ein weiteres Beispiel derselben ist mir nicht begegnet. Also nochmal eben ein kleiner Anhang zu dem Kreuztragen. Ja, das wird hier, Entschuldigung, das ist hier die Fußnote 1 hier, nicht die Fußnote 1 auf dem letzten, aber hier. Hier ist die 1 und das wird wohl hier dazu gehören. So, ich probiere immer die Fußnoten nebenbei mitzulesen, wenn da interessante Informationen ist. Aber da ich das Buch ja selber vorher nicht gelesen habe, lese ich das ja zum ersten Mal genauso wie ihr. Ne? Also, der unglückliche Büßer war dem Gespötte aller Leute ausgesetzt, die ihm begegneten. Und überall wurden ihm bei dem Kampfe um seinen Lebensunterhalt Hindernisse in den Weg gelegt. Selbst in der früheren Zeit, als die Mehrheit der Bevölkerung von Languedoc Ketzer und die Kreuzträger so zahlreich waren, dass man ihre Ansammlung in Palästina fürchtete, fühlte sich das Konzil von Béziers 1246 verpflichtet, das Volk zu ermahnen, gegen die Büßer freundlich zu sein, da das willige Tragen der Buße allen Gläubigen ein Anlass zur Befriedigung und Beglückwünschung sein müsse. Es verbot daher Strenge, sich über die Kreuzträger lustig zu machen und sich zu weigern, mit ihnen Geschäfte abzuschließen.
Aber wenn auch die Kirche auf diese Weise die Büßer in ihren besonderen Schutz nahm, so hatte sie selbst doch viel zu eifrig die Verabscheuung der Ketzerei gepredigt, als dass sie nunmehr den Gefühlen des Volkes gegen die Ketzerei gekennzeichneten hätte Vorschriften machen können. Ein Beispiel für diese Tatsache bietet der Fall der Raymond Manifassier. Diese wurde 1252 wegen Ablegung der Kreuze vor die Inquisition von Carcassonne geladen. Sie führte zu ihrer Entschuldigung an, dass das eine auf ihrem Mantel verschlissen gewesen sei und sie zu arm sei, um es zu erneuern. Bezüglich des anderen auf ihrem Umhange gab ihr ihre Herrin, bei der sie als Amme in Dienst stehe, verboten, es zu tragen und habe ihr einen Umhang ohne ein solches Kreuz geschenkt. Noch bezeichnender ist der Fall des Arnold Isarn, der nach einer einjährigen Erfahrung fand, dass er seinen Lebensunterhalt nicht verdienen könne, solange er in dieser Weise die Zeichen seiner Schande trage. Die Inquisition war die unerträgliche Lage, in die sie ihre Büßer brachte, nicht unbekannt. Und sie hatte bisweilen die Gnade, ihnen dieselbe zu erleichtern. So erhielt im Jahre 1250 zu Carcassonne Peter Pelha die Erlaubnis, während einer Reise, die er nach Frankreich machen musste, für eine Zeit lang seine Kreuze abzulegen. Bernard Guidonis versichert uns ferner, dass junge Mädchen häufig vom Tragen der Kreuze dispensiert wurden, weil sie andernfalls keine Männer bekamen. Und in den Formeln seiner Praktika zählt er die verschiedenen Gründe auf, die zur Befreiung der Büßer vor dem Kreuztragen gewöhnlich geltend gemacht wurden, wie zum Beispiel das Alter des Trägers oder seine Schwäche, vermutlich weil die Kreuze ihn zu einer Zielscheibe des Spottes machten. Oder die Rücksicht auf seine Kinder, die er nicht ernähren, oder seine Töchter, die er nicht verheiraten könne. Noch bezeichnender sind Formeln von Bekanntmachungen, durch welche alle diejenigen, die solche Kreuzträger lächerlich machen oder von ihrer Schwelle jagen und hindern würden, ihrem Beruf nachzugehen, wegen Behinderung der Inquisition mit derselben Strafe des Kreuztragens bedroht werden. Wie unzulänglich indessen diese Drohungen waren, zeigen andere Befehlsformeln, die an weltliche Beamte gerichtet sind und diese auffordern, solche Behinderungen nicht zu dulden. Bisweilen bildeten derartige Ermahnungen einen Teil des regelmäßigen Autodafé. Alles das zeigt, wie das Tragen des Symbols der Christenheit durchaus keine leichte Strafe war. Alles das zeigt, wie das Tragen des Symbols der Christenheit durchaus keine leichte Strafe war. Ich muss diesen Text mal eben farblich hinterlegen, aber das muss in Grün passieren, weil ihr wahrscheinlich schon erkannt habt, dass das natürlich nicht die Wahrheit ist. Wenn der Autor Henry Charles Lear hier von einem christlichen Symbol spricht oder von einem Symbol der Christenheit spricht, da muss ich ihm da ganz deutlich widersprechen. Das wahre Christentum kennt keine Symbole. Das heißt, wenn das Kreuz ein Symbol von, zwischen Anführungszeichen, Christentum ist, dann ist es ein Symbol vom Katholizismus. Katholizismus ist aber kein Christentum. Katholizismus ist römische, heidnische, christianisierte Lehre, ich sage es mal Heidentum, das sich unter dem Namen Christentum verbirgt, dass das wahre Christentum von Beginn an verfolgt. Das darf man nie vergessen. Und wenn man dann einen solchen Satz hier liest, alles das zeigt, wie das Tragen des Symbols der Christenheit durchaus keine leichte Strafe war, dann mag das durchaus stimmen, wenn ich Christenheit hier als Katholizismus ersetze, aber ich kann auf keinen Fall das Wort Christentum oder Christenheit hier stehen lassen. Das muss uns deutlich werden. Deswegen gebe ich auch Kommentare bei diesen Videos ab, weil es eben sonst oftmals überlesen wird. Man liest darüber hinweg. Ja? Und das ist eben nicht die Absicht. Alles das, was wir gelesen haben, hier zeigt, wie das Tragen dieses Symbols des Katholizismus durchaus keine leichte Strafe war. Weil ich werde ja auch mit Strafen aus dem Katholizismus belegt. Ich werde ja als Ketzer verurteilt, weil ich nicht dem Katholizismus gehorche, nicht weil ich nicht der Christenheit gehorche.
Im Gegenteil, wenn ich dem Christentum gehorche, dann bin ich für den Katholizismus ein Ketzer. Ja? Das ist eigentlich ein Oxymoron, eigentlich ein Widerspruch in sich. Wenn der Katholizismus wirklich für Christentum stehen würde, dann würde mit der Inquisition der Katholizismus sich selbst bekämpfen. Aber Katholizismus ist kein Christentum. Der wohlbekannte San Benito der modernen spanischen Inquisition stammt ab von dem mit safranfarbigen Kreuzen besetzten Skapulier, welches die zu Gefängnisstrafe Verurteilten trugen, wenn sie an gewissen Festtagen an den Kirchentüren sich aufstellen mussten, um mit ihrem Elende und ihrer Demütigung dem Volke als warnendes Beispiel zu dienen. Skapulier, ich hoffe, dass ich da ein Beispiel von habe. Das ist dieser Umhang um keine Suchresultaten. Dann gehen wir mal hier zu Bischof vielleicht oder was. Gucken wir mal Vatikan. Ich möchte euch gerne ein Bild vom Skapulier zeigen, dass ihr wisst, was gemeint ist. Okay. Da habe ich jetzt aber kein Bild davon da. Dann gucken wir mal Bischof. Haben wir das da? Hat hier einer ein Skapulier? Nee, natürlich, das ist zwar ein Bischof hier mit seiner Krabbe, der trägt hier kein Skapulier, ist das, was hier so drüber geht, so von rechts und links über die Brust, ja, der trägt das hier jetzt nicht. Gucken wir eben Priester, vielleicht finde ich das da. Dass da ein Priester das hat. Papst und Priester, hier, das ist ein Skapulier. Ja. Das ist jetzt hier mehr als Schal fast dargestellt, aber das ist ein Skapulier, das hier so weiß umdreht. Man könnte auch sagen, das ist die Krawatte der Katholiken. So ungefähr. Das ist das Skapulier, ne, von dem wir jetzt gerade eben gesprochen haben, dass ihr wisst, was damit gemeint ist. Ne? Also, der wohlbekannte San Benito der modernen spanischen Inquisition stammt ab von dem mit safranfarbigen Kreuzen besetzten Skapulier, welches die zu Gefängnisstrafe Verurteilten trugen, wenn sie an gewissen Festtagen an den Kirchentürmen sich aufstellen mussten, um mit ihrem Elende und ihrer Demütigung dem Volke als warnendes Beispiel zu dienen. Man wird sich erinnern, dass am Anfange die Frage aufgeworfen wurde, ob die Inquisitoren auch ein Recht hätten, Geldbußen zu verhängen. Das Gelübde freiwilliger Armut und völliger Verzichtleistung auf Geld, welches die mit der Inquisition betrauten Bettelorden ablegten, war doch noch zu wenig in Vergessenheit geraten, als dass nicht jedermann den schreienden Widerspruch hätte erkennen müssen, in den sich die Inquisitoren zu ihren Ordensgelübden setzten, wenn sie Geldbußen erhoben und die daraus erwachsenen Summen nach ihrem eigenen Ermessen verwandten. Also, sowas nennt man Diebstahl. Trotzdem aber scheint die Praxis doch schon früh begonnen zu haben. Das beweist ein schon angeführtes Urteil aus dem Jahre 1237, nach welchem Pontius Grimoardi, ein freiwillig Bekehrter, auf Befehl des Inquisitors 10 Livres zahlen musste. Ein anderes, das der unermüdliche Inquisitor Ruggieri Calgani im Jahre 1245 zu Florenz fällte, zeigt, wie dort die Geldbußen schon etwas Gewöhnliches waren. Nicht ohne Grund befahl darum das Konzil von Narbonne im Jahre 1244 in seinen Instruktionen den Inquisitoren, sich der Geldbußen zu enthalten, und zwar sowohl um der Ehre ihres Ordens willen, als auch deshalb, weil sie genug andere Pflichten zu erfüllen hätten. Der Orden selbst fühlte, dass diese Vorschrift gerechtfertigt war, und da die Inquisitoren prinzipiell wenigstens noch nicht von der Oberaufsicht durch ihre Vorgesetzten befreit waren, so versuchte schon im Jahre 1242 ein Provinzialkapitel von Montpellier, die strengen Regeln des Ordens durchzusetzen, indem es den Inquisitoren bestimmt verbot, in Zukunft Geldbußen aufzuerlegen oder die schon verhängten einzuziehen. Wie wenig indessen diese Befehle beachtet wurden, beweist die Bulle Antichrist Innozenz IV. Aus dem Jahre 1245,
in welcher der Papst, um den guten Ruf der Inquisitoren zu schützen, befiehlt, dass alle Geldbußen an zwei von dem Bischofe und dem Inquisitor bestimmte Personen bezahlt und zum Bau von Gefängnissen und zum Unterhalt der Gefangenen verwandt werden sollten. In Übereinstimmung mit dieser Bulle gab das Konzil von Béziers im Jahre 1246 die Stellung des Konzils von Narbonne auf und bestimmte, dass die Geldstrafen für die Gefängnisse und zur Bestreitung der notwendigen Ausgaben der Inquisition gebraucht werden sollten. Das Konzil von Béziers hob die Stellung des Konzils von Narbonne auf. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel dafür, was Martin Luther behauptet hat, als er sagte, wie kann der Papst bitteschön unfehlbar sein? Wie können die Konzilien unfehlbar sein, wenn die Konzilien sich widersprechen? Päpste haben sich in der Vergangenheit widersprochen, Konzilien haben sich widersprochen. Wenn Konzilien unfehlbare Dogmen auferlegen, wie kann es dann sein, dass ein Konzil eine Bestimmung eines anderen Konzils aufhebt? Da seht ihr einen ganz deutlichen Widerspruch in der römisch-katholischen Kirche und ein weiteres Beispiel dafür, dass diese Kirche vom Vater der Lügen ist und nicht von Jahwe, dem reinen Gott der Wahrheit, dem Schöpfer von allem. In Übereinstimmung mit dieser Bulle gab das Konzil von Béziers im Jahre 1246 die Stellung des Konzils von Narbonne auf und bestimmte, dass die Geldstrafen für die Gefängnisse und zur Bestreitung der notwendigen Ausgaben der Inquisition gebraucht werden sollten. Vermutlich war für die guten Bischöfe bei dieser Entscheidung die Erwägung maßgebend, dass andernfalls sie selbst zur Bezahlung dieser zu der bischöflichen Gerichtsbarkeit gehörenden Ausgaben herangezogen werden könnten. In einem Inquisitionshandbuch aus jener Zeit wird die Höhe dieser Geldbußen genau spezifiziert. Aber die Macht wurde schnell missbraucht und im Jahre 1249 tadelte Antichrist Innozenz IV. Die Inquisitoren im Allgemeinen strenge wegen der Höhe der Strafen, die sie zur Schande des Heiligen Stuhls und zum Ärgernis der Gläubigen von den Bekehrten erpressten. Doch auch dieser päpstliche Tadel hatte augenscheinlich keine Wirkung. Denn im Jahre 1251 verbot der Papst vollständig die Erhebung von Geldbußen, falls irgendeine andere Form der Strafe gefunden werden könne. Schließlich triumphierten aber die Inquisitoren und erlangten das Recht, Geldbußen ganz nach ihrem Ermessen zu verhängen. Die Bußen waren dem Namen nach für fromme Zwecke bestimmt, aber hierzu gehörten auch die Ausgaben für die Inquisition. Und da sie an den Inquisitor selbst zahlbar waren, so wurden sie auch zweifellos ihrer Bestimmung zugeführt. Hoffentlich auch stets der Anweisung des Emericus gemäß schicklich und ohne Ärgernis für die Laien. In den Urteilen, die der Bruder Antonio Secco gegen die Bauern in den waldensischen Tälern Piemonts im Jahre 1387 erließ, wird mit der Strafe des Kreuztragens gewöhnlich noch eine Geldstrafe von 5 oder 10 Gulden guten Goldes verbunden, die an den Inquisitor zahlbar war und angeblich zur Deckung der Prozesskosten dienen sollte. Der Versuch des Staates, sich einen Teil dieser Geldbußen zu sichern, wurde auf einem Konzil von Sachverständigen, das im Jahre 1276 in Piacenza von dem lombardischen Inquisitoren Bruder Nikolaus und von Cremona und Bruder Daniel von Guisano abgehalten wurde, zurückgewiesen. Einen schicklicheren Gebrauch von der Befugnis, Geldstrafen zu erheben, machte der erste Inquisitor von Toulouse, Peter Cella. Außer Pilgerfahrten und anderen Bußen musste der Verurteilte entweder für einige Jahre oder auf Lebenszeit einen Priester oder einen Armen unterhalten. In der späteren Zeit der Inquisition wurde behauptet, dass Geldbußen unzulässig seien, denn wenn der Angeklagte ein Ketzer sei, so müsse sein ganzes Vermögen konfisziert werden. Wenn er aber kein Ketzer sei, so dürfe er nicht bestraft werden. Hierauf antworteten aber die Inquisitoren.
Ja, jetzt kommen wir wieder zu den Wortverdrehern und Haarspaltern. Dies sei zwar richtig, aber außer den Ketzern gäbe es auch Begünstigter und Beschützer derselben und solche, deren Ketzerei nur in einem achtlosen Worte bestehe. Alle diese müssten von Rechts wegen bestraft werden. So dauerte der einträgliche Missbrauch fort. Von der Praxis der Geldstrafen ist kaum zu trennen die Verwandlung anderer Strafen in entsprechende Geldzahlungen. Wir erinnern uns, wie verbreitet und gewinnbringend die Sitte war, die Gelübde der Kreuzfahrer umzuwandeln. Es war daher geradezu unvermeidlich, dass ein ähnlicher Missbrauch bei dem Verfahren der Kirche gegen die in der Gewalt der Inquisition befindlichen Verbrecher in Blüte kam. Man fand auch eine völlig ausreichende Entschuldigung in der Bestimmung, dass die so erhobene Summe zu frommen Zwecken verwandt werden solle. Und welcher Zweck könne wohl frömmer sein als die Fürsorge für die Bedürfnisse derer, die so eifrig um die Reinhaltung des Glaubens sich bemühten? Der Heilige Stuhl selbst ging hierbei mit gutem Beispiele voran. Wir haben gesehen, wie im Jahre 1248 der päpstliche Pönitenziar Algisius auf den Befehl Antichrist Innozenz IV. Die Freilassung von 6 Gefangenen, die ihre Ketzerei eingestanden hatten, anordnete, mit der Begründung, sie hätten entsprechende Summen für das Heilige Land gezahlt. In demselben Jahre wurde er von dem nämlichen Papste allgemein ermächtigt, die Strafen gewisser Ketzer umzuwandeln, und zwar ohne Rücksicht auf die Inquisitoren, und ebenso erhielt der Erzbischof von Orsch die Vollmacht, die den wiederversöhnten Ketzern auferlegten Strafen in Beisteuern umzuwandeln. Raimund bereitete sich damals gerade auf seinen Kreuzzug vor, und die Entscheidung war gut. Auch den Ketzern lag viel daran, durch Preisgabe ihrer Habe zu entkommen, und so versprach der Plan, recht einträglich zu werden. Infolgedessen wurde Algisius im Jahre 1259 nach Languedoc geschickt, mit der Vollmacht, alle Inquisitionsbußen in Geldstrafen umzuwandeln und diese für die Bedürfnisse der Kirche und des Heiligen Landes zu verwenden, sowie alle dazu erforderlichen Dispense zu gewähren, ohne Rücksicht auf die Vorrechte der Inquisition. Dieses Beispiel war der Inquisition nicht umsonst gegeben. Natürlich wird in den uns überlieferten Fällen gewöhnlich irgendein frommes Werk namhaft gemacht, für welches die Summen bestimmt waren. So erlaubten im Jahre 1255 die Inquisitoren von Toulouse mehreren angesehenen Bürgern von Lavaur ihre Bußen in Geldzahlungen für den Bau der Kirche und späteren Kathedrale von Lavaur zu verwenden. Im Jahre 1258 unterstützten sie ebenso auch die Kirche von Najac, indem sie einigen Einwohnern erlaubten, die ihnen auferlegten Strafen zu demselben Zwecke abzukaufen. Da auch Brücken dem öffentlichen Nutzen dienten, so wurden auch sie in dem hinreichend dehnbaren Begriff der frommen Werke eingeschlossen. So wurde im Jahr 1310 zu Toulouse Matthias Eckhart vom Tragen der Kreuze und von der Ausführung gewisser Pilgerfahrten befreit, unter der Bedingung, dass er 40 Pfund Turnosen für eine neue, damals im Bau befindliche Brücke zu Tonnains beisteuerte. In einer für solche Geschäfte von Bernard Guidonis aufgestellten Formel wird bestimmt, dass die Absolution und die Befreiung von Pilgerfahrten und anderen Bußen gewährt werden solle, gegen Zahlung von 50 Livres für den Bau einer gewissen Brücke oder gar einer gewissen Kirche oder, Zitat, um zu frommen Zwecken nach unserem Ermessen ausgegeben zu werden. Ende Zitat. Die letztere Klausel beweist, dass solche Verwandlungen nicht immer den öffentlichen Interessen, sondern tatsächlich oft nur dem Nutzen derer dienten, die diese Zahlungen festsetzten. Ein Beispiel hierfür bietet uns ein Brief des Inquisitors von Narbonne aus dem Jahre 1264, in welchem Willem Dupuy Absolution erhält, weil er der Inquisition 150 Pfund Turnosen gezahlt hatte. Die Größe dieser Summen lässt erkennen, wie sehr den Büßern daran gelegen war,
von der Inquisition loszukommen und wie gewaltig die Macht der Erpressung war, die der Inquisitor ausübte. War dieser ein ehrenhafter Mann, so konnte er zweifellos der Versuchung widerstehen. Für die Habgierigen und Schwachen war dagegen die Gelegenheit zur Aussaugung der Wehrlosen fast unbeschränkt. Das System wurde dauernd beibehalten. Als unter Antichrist Nikolaus V. der Inquisitor von Aragon, Bruder Michael, einmal einige hohe Würdenträger tödlich gekränkt hatte, dadurch, dass er gewisse päpstliche Befehle ausführte, wurde er von ihnen misshandelt und 9 Monate im Gefängnis gehalten. Das war ein eklatanter Fall von Behinderung der Inquisition. Darum befahl im Jahre 1548 Pius II. Dem Erzbischof von Tarragona, die Gebeine eines der Schuldigen, der mittlerweile verstorben war, auszugraben, die übrigen Schuldigen aber dem Heiligen Stuhl zur Aburteilung zu übersenden. Doch fügte er bei, der Erzbischof könne nach Belieben anstatt dessen ihnen eine Beisteuer für den Krieg gegen die Türken auferlegen und dieselbe an die päpstliche Kammer abführen. Selbstverständlich konnte übrigens die Todesstrafe niemals gesetzmäßig umgewandelt werden. Also mit anderen Worten, aus der Todesstrafe gab es kein Entkommen, kein Entkaufen in die, sage ich jetzt mal, Freiheit. Schauen wir eben, ob ich hier einen Titel des Buches, Titelbuch, ja komm hier, gehst du mal auf, habe. So, können wir hier das Buch nochmal sehen, das wir im Augenblick am Lesen sind, während wir noch eben weiterlesen. Wenn ein Büßer starb, bevor er seine Buße vollendet hatte, so war die Gelegenheit zu solchen Geschäften besonders günstig. Der Tod befreite, wie wir gesehen haben, nicht von der Gerichtsbarkeit der Inquisition und milderte in keiner Weise die Härte ihrer Verfolgung. Man konnte in der Praxis einen Unterschied machen zwischen denjenigen, die während der Vollziehung, aber vor der Vollendung ihrer Buße starben, und denjenigen, die den Beginn der Buße eigenmächtig versäumt hatten. Aber gesetzlich zog in jedem Fall die Nichtvollziehung der Buße die Verurteilung wegen Ketzerei nach sich, mochte es sich nun um Tote oder Lebende handeln. So befahl im Jahr 1329 die Inquisition von Carcassonne die Ausgrabung und Verbrennung der Gebeine von 7 Personen, weil sie die ihnen auferlegten Bußen nicht ausgeführt hätten und infolgedessen in der Ketzerei gestorben seien. Die Ausgrabung der Gebeine von 7 Personen. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte von dem Papst Formosus? Ich werde mal sehen, dass ich da noch ein Bild von habe. Formosus, der wurde im, ich meine, 8. Jahrhundert von Stefan dem, dem 6. Vor Gericht gestellt, nachdem er ausgegraben wurde. Hier, das ist eine Leiche. Der war schon Monate tot. Den haben sie ausgegraben, den haben sie wieder in ihre Kleider angezogen, auf die Anklagebank gesetzt und dann zum Heretiker verurteilt. Ein Papst, ein toten Papst. Nichts Neues unter der Sonne, ne? Das ist ein toter Papst und das ist der Ankläger, der lebende Papst, schätze ich mal so ungefähr. Jedenfalls würde er irgendwo beistehen. Ja. Papst Formosus und Papst Stephen VI. Kadaversynode. Darunter könnt ihr das auch im Internet mal suchen und darüber nachlesen. Wir hatten da, glaube ich, in einer früheren Sendung hier drüber gesprochen. Und wenn es nicht hier war, dann hatten wir auf jeden Fall drüber gesprochen in dem Buch Babylon, Mysterien, Religion von Alexander Woodrow, das ich ja auch vollständig gelesen habe, wie ihr euch wahrscheinlich erinnern könnt. Also, nochmal. So befahl im Jahre 1329 die Inquisition von Carcassonne die Ausgrabung und Verbrennung der Gebeine von 7 Personen, weil sie die ihnen auferlegte Buße nicht ausgeführt hätten und infolgedessen in der Ketzerei gestorben seien. Natürlich hatte dies auch die Konfiskation des Vermögens der Verstorbenen sowie die schon oben erwähnte Beeinträchtigung der bürgerlichen Rechte ihrer Nachkommen zur Folge. Die Konzilien von Narbonne und Albi wiesen die Inquisitoren an, nach ihrem freien Ermessen Genugtuung zu verlangen, einerseits von den Erben derjenigen, die schon vor der Verurteilungsfällung gestorben waren, aber
wenn sie am Leben geblieben wären, zur Strafe des Kreuztragens verurteilt worden seien, und andererseits von den Erben derjenigen, die zwar gestanden und die Urteile empfangen, aber nicht lange genug gelebt hatten, um ihre Buße zu beginnen oder zu vollenden. Guido Volkodius spricht zwar die Ansicht aus, dass in einem solchen Falle der Büßer zum Fegefeuer zugelassen würde und dass seinen Erben nichts abverlangt werden dürfe, aber selbst sein Ansehen vermochte nicht, die einträglichere Lehre der Konzilien zu beseitigen. Ein Handbuch aus jener Zeit weist die Inquisitoren ausdrücklich an. Eine Zitat, entsprechende Genugtuung, Ende Zitat, zu fordern. Liegt wahrscheinlich auch wieder im Eigenermessen, was das ist. Wie wir bereits vorher gelesen hatten, mit dem Eigenermessen. Es liegt etwas besonders Abstoßendes in dieser Habgier, mit welcher selbst diejenigen, die den Demut bekannt und bereut hatten und in den Schoß der Kirche wieder aufgenommen worden waren, noch über das Grab hinaus verfolgt wurden. Doch die Inquisition war erbarmungslos und verlangte auch den letzten Pfennig. So hatte der Inquisitor von Carcassonne, dem Johann Vidal, eine 5-jährige Pilgerpfad nach dem Heiligen Lande vorgeschrieben. Doch starb derselbe noch, ehe er sie ausgeführt hatte. Deshalb wurden seine Erben am 21. März 1252 vorgeladen, schwuren, dass sein ganzes Vermögen aus 20 Livres bestehe und stellten eine Bürgschaft dafür, dass sie der Entscheidung der Inquisition gehorchen wollten. Im folgenden August wurde diese verkündet. Man forderte von den Erben 20 Livres, das heißt den ganzen Betrag des Vermögens. In einem anderen Falle war Raimond de Barbeira gestorben, bevor sie die mit Kreuztragen verbundene Pilgerpfaden, zu denen sie verurteilt worden war, ausgeführt hatte. Eine Aufstellung über ihr Vermögen zeigte, dass dieses aus etwas Bettzeug, Kleidung, einer Kommode, einigen Stück Vieh und 4 Sous an Geld bestand. Diese armselige Erbschaft war unter die Verwandten verteilt worden. Und nun verlangte der Inquisitor am 7. März 1246 40 Sous, anstatt 4, die sie besaß, zurück. Und die Erben mussten Bürgschaft dafür stellen, dass das Geld um Ostern bezahlt würde. Das heidnische Fest Astarte. Solche kleinlichen und alltäglichen Einzelheiten kennzeichnen treffend den Geist und die Wirksamkeit der Inquisition sowie den furchtbaren Druck, den sie auf die ihr unterworfenen Völker ausübte. Auch wenn es sich nur um solche Begünstiger der Ketzerei handelte, die selbst gar keine Ketzer waren, mussten die Erben doch jede Geldbuße entrichten, die den Verstorbenen auferlegt worden war. Eine gesetzmäßigere Einnahmequelle, die aber trotzdem den schwersten Missbräuchen Tür und Tor öffnete, war die Gewohnheit, Bürgschaften zu verlangen, die natürlich oft verwirkt wurden und so eine unregelmäßige Form der Strafverwandlung darstellten. Diese Gewohnheit entwickelte sich seit den Anfängen der Inquisition. Sie wurde in jeder Phase des Verfahrens ausgeübt, von der ersten Vorladung an bis zu der endgültigen Aburteilung, ja, sogar noch darüber hinaus, wenn nämlich die Gefangenen zeitweilig auf freien Fuß gesetzt wurden, nachdem sie zuvor Bürgschaft für ihre Rückkehr geleistet hatten. Auch der Bekehrte, der abgeschworen hatte und absolviert worden war, musste eine Bürgschaft dafür stellen, dass er nicht rückfällig werden wolle. So wurde im Jahr 1234 ein vornehmer Mailänder, der namens Lantelmo, gezwungen, eine Sicherheit von 2000 Lire zu leisten, und zwei Florentiner Kaufleute stellten durch ihre Freunde eine Bürgschaft von 2000 Mark Silber. Ebenso leisteten im Jahre 1244 die Baroni von Florenz eine Sicherheit von 1000 Livres dafür, dass sie den Befehlen der Kirche gehorchen wollten. Und im Jahre 1252 verpfändete ein gewisser Wilhelm Roger 100 Livres dafür, Entschuldigung, dass ich hier E-Mail kriege, ich habe die E-Mails ausgeschaltet und trotzdem kriege ich hier Meldung,
Entschuldigung. Und im Jahre 1252 verpfändete ein gewisser Wilhelm Roger hunderte Livres dafür, dass er mit der nächsten Flotte über das Meer ziehen und dort 2 Jahre lang dienen wolle. Die Bürgschaft musste immer in Geld entrichtet werden, und der Inquisitor wurde gewarnt, sie von Ketzern entrichten zu lassen, deren Vergehen ohnehin die Konfiskation ihres Vermögens zur Folge habe. Aber dieser Warnung kam er ja nicht streng nach, da sich in besonderen Fällen Freunde fanden, die die notwendigen Bürgschaften stellten. Die verfallenen Bürgschaften mussten teils direkt, teils durch Vermittlung der Bischöfe an den Inquisitor gezahlt und für die Ausgaben der Inquisition verwandt werden. Bei der gewöhnlichen Form der Bürgschaft wurde das ganze Vermögen des Hauptschuldigen und das zweier Bürgen einzeln und zusammen verpfändet. Im Allgemeinen war die Bürgschaft immer statthaft, außer wenn es sich um ein Vergehen handelte, das wegen ihrer Schwere eine solche ausschlossen oder wenn der Delinquent die Bürgschaft nicht beibringen konnte. Dieses Verfahren, aus den Urteilen der Inquisition Geld zu machen, musste notwendigerweise zu weitgehender Bestechung führen. Um zur Bürgschaft zugelassen zu werden, bedurfte man den guten Willen des Inquisitors. Nun aber war dem freien Ermessen desselben ein so weiter Spielraum eingeräumt, dass er nichts riskierte, wenn er Bestechung annahm. Man kann nicht erwarten, dass ein so geheimes Verbrechen, wie diese Form der Erpressung es war, Spuren zurückließ, außer in solchen Fällen, wo es vergebens ausgeübt wurde. Tatsächlich sind nun genügend Beispiele der letzteren Art vorhanden, die beweisen, dass die Inquisitionsgerichte von Männern umgeben waren, welche aus ihrem Einflusse auf die Richter ein Geschäft machten, mochte dieser Einfluss nun ein wirklicher oder nur ein vorgeblicher sein. Waren die Richter unbestechlich, so wurde das Geschäft mit mehr oder weniger Erfolg unterdrückt. Waren aber auch sie habgierig, dann stand ihnen ein weites Feld für unlauteren Gewinn offen, der ohne Maß und Ziel den der Inquisition unterworfenen Völkern sowohl der Bestechung als auch durch Erpressung abgerungen wurde. Wenn man bedenkt, dass jeder, der über 7 Jahre alt war, schon durch die einfache Tatsache der Vorladung dem untilgbaren Verdachte der Ketzerei anheimfiel, so wird man verstehen, wie reiche Gelegenheit zur Befriedigung der Habgier dem Inquisitor ebenso wie seinen Spionen und Vertrauten geboten war, mochten sie mit der Befreiung von der Verhaftung oder mit der aus der Gefangenschaft ein Geschäft machen. Dass diese ergiebigen Quellen des Gewinns nicht reichlich benutzt worden wären, würde nicht glaubhaft sein, selbst wenn es gar keinen Beweis dafür gäbe. Tatsächlich sind aber genügend Beweise vorhanden. So ist das mit Verschwörungstheorien auch, ne? Man muss nur an die Brunnen gehen, um die Theorie mit Fakten zu untermauern. Und hier auch. Wollen wir eben gucken, das geht anscheinend noch einige Seiten weiter hier, das ganze Kapitel. Das schaffen wir heute nicht mehr. Ich wollte nur mal eben schauen, weil dann lesen wir noch mal eben diesen Absatz ungefähr und dann sind wir ja bei einer guten Stunde wieder angelangt. Aber ist interessant, ne? Übrigens, ja, wir können auch hier stoppen, dass ich erstmal eben nochmal eine kleine Aussage mache. Dass diese ergiebigen Quellen des Gewinns nicht reichlich genutzt worden wären, würde nicht glaubhaft sein, selbst wenn es gar keinen Beweis dafür gäbe. Tatsächlich sind aber genügend Beweise vorhanden. Das sagt der Autor hier, um hier für heute zum Abschluss zu kommen, über die Inquisition und das halt Geld regiert die Welt. Ein Spruch ist, der im 12. und 13. Jahrhundert genauso galt, wie er heute im 21. Jahrhundert gilt. Aber ich wollte gerne noch mal kurz einen anderen Punkt anbringen, weil wir in der nächsten Lesung dann weitermachen mit diesem Thema hier. Es gibt ja wahrscheinlich einige von euch, die haben schon mal gehört oder vielleicht auch gelesen, das Buch Vatican Billions von Avro Manhattan. Und Tom Fress hat das Buch ja in Englisch gelesen im Jahre 2011, Anfang 2011, sonst war es 2010. Der Junge hat so viele Bücher gelesen, ich komme durcheinander, aber ich meine, es war so um April, März, April 2011, dass er das Buch gelesen hat. Die Milliarden des Vatikan, die natürlich inzwischen viel mehr als Milliarden sind, obwohl der Autor auch zurückgeht in die Geschichte der römisch-katholischen Kirche bis in die Anfänge, und auch die Inquisition nicht dabei vergisst. Und die erwähnt er da vielleicht nicht so tiefgehend, aber wir haben hier jetzt schon einige Seiten darüber gelesen, wie nicht nur die römisch-katholische Kirche sich anmaßte,
das Geld von sogenannten Ketzern zu konfiszieren, also zu beschlagnahmen und dann sogar noch diese Urteile zu vollstrecken auf die Erben der verurteilten Ketzer, sondern wie man eben auch die Inquisitoren umkaufen konnte, wie sie enorme Beträge durch Bürgschaften und alles bekommen haben. Und wenn das vielleicht auch in erster Stelle hier den Inquisitoren zufließt, schlussendlich fließt es der Kirche zu. Die Kirche, die von sich immer vorgibt, so arm zu sein. Deswegen habe ich die Sendung von Tom Fress auch Arme Kirche, Reiche Kirche, Vatican Billions genannt, ja? Poor Church, Rich Church. Ne? Die römisch-katholische Kirche ist die reichste Institution auf dieser Welt. Gibt sich natürlich als Ärmste aus, das ist logisch, aber man gibt sich ja eben auch schwach vor, wenn man stark ist. Wenn man diese Fakten, die hier von Henry Charles Lear zusammengetragen wurden und die von anderen Menschen auch schon zusammengetragen wurden, plus die Fakten von Avro Manhattan, plus die Fakten von, nehmen wir mal Avro Manhattan in einem anderen Buch, The Vatican and the Dollar, ja, der Vatikan und der Dollar, wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man sich ein Bild davon formen, wie reich diese Kirche ist. Und dann versteht man sehr, sehr gut, dass in der Bibel diese Kirche eben als beschrieben wird, als von, sie war bedeckt mit reichen Perlen und Steinen und mit Gold und sie hatte einen goldenen Trinkbecher in der Hand und so weiter und so weiter. Die, zwischen Anführungszeichen, schwimmt im Geld. Aufgrund des Blutes der Märtyrer und der Heiligen Jesu Christi. Die Inquisition ist ein sehr weitreichendes Thema. Wie gesagt, wir behandeln hier den ersten von drei Bänden, sind heute ein paar Seiten weitergekommen und wir gehen nächstes Mal in diesem Thema noch weiter. Aber man darf nie vergessen, dass mit dem, was sie damals den Menschen alles genommen haben, dass die Kirche sich damit einen Reichtum aufgebaut hat, der locker dazu reicht, um heute die Welt zu regieren. Und das ist der Punkt, der eben auch in der Offenbarung gemacht wird, in Kapitel 13, wenn es heißt, und die ganze Welt wunderte sich nach dem Tier, wer kann Krieg mit ihm machen? Bis zum nächsten Mal, bitte lest eure Bibel. Shalom, Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine, du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeine. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere, das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen, Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren, er soll sie auch bewahren. Darum
hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben, der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestift. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns gegeben. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz ging.